Servus Mädels, willkommen bei Bad Melodie. Hier ein Video vom kompletten Kajo heißt, von der Nachricht von Babel bis zum Abschluss, wo ihr wieder zurück auf Los Andes seid. Sobald sich Babel bei euch meldet und meint, man kann wieder zurück zu Kajo, da es ruhiger geworden ist, ruft ihr eure Kosatka. Am besten euren Sparrow, fliegt dorthin und startet ihn wieder, denn dann ist er auf schwer und bringt automatisch nochmal mehr Geld. So wie hier wird er auf schwer gestartet und ihr verdient automatisch etwas mehr. Nutzt die Schnellreisefunktion eurer Kosatka, dann müsst ihr da nicht extra hinfliegen und spart einiges an Zeit. Schießt jetzt gleich nicht wie die Irren los, sonst zerstört ihr die Velum oder beschädigt sie so stark, dass sie nicht mehr bis nach Kajo kommt. Visiert am besten nur die Gegner, die beim Fahrzeug stehen, also bei diesem weißen SUV. Und den Rest erledigt ihr mit irgendeiner Pistole oder Scharfschützengewehr. Wenn ihr alle erledigt habt, dann rennt ihr zur Velum, steigt ein und fliegt davon. Passt beim Starten auf, wenn ihr zu schnell steigt, dann zieht sie nach unten. Und wenn ihr Pech habt, fliegt ihr in einen Berg, Strommast oder etwas Ähnliches.
Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Ja, der lange Flug mit dieser scheiß Velum nervt. Aber ich habe ja gesagt, ich mache keinen Cut ins Video. So, dass ihr seht, von Beginn bis zum Ende, was gemacht gehört. Und dass es eigentlich schnell geht. Mal abgesehen von so einem Mist. Und endlich macht es Klack und wir sind auf Kayo. Baring, esperen ahí. Why can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go. Okay, wait over there. It will bring it soon. Go on. Wir rennen zu dem Motorrad, was immer an dieser Stelle steht, und sind somit einige schneller. Hier passen wir natürlich wieder auf diese scheiß Betonbüsche auf. Wir fahren einfach mit Vollspeed auf diesen Hügel zu und springen somit drüber. Es sieht uns keine Wache. Hier sollten die, die Kayo noch nicht sonderlich kennen, etwas langsamer machen, sonst springen die links vom Berg runter und kommen dann nur sehr umständlich wieder nach oben. Vorsichtig hier bei den Fahrzeugen, wenn alle weg sind, fahrt ihr ziemlich diese Linie, die ich gerade fahre. Ihr fahrt an der Kamera vorbei, es sieht euch niemand. Fahrt hier den Hügel hoch auf den Funkturm zu. Und müsst auf nichts weiter achten. Mit genug Tempo springt ihr da einfach drüber. Wenn hier jetzt keine Wache wäre, würde hier vor uns oder rechts von uns dieser Kasten stehen. Wenn aber eine Wache dasteht, dann ist der Kasten auf der zweiten oder auf der dritten, auf der höchsten Ebene. Hier könnte er jetzt stehen, direkt vor uns. Er ist aber ganz oben, was gar nicht so schlecht ist, weil man das gleich noch nutzen kann. Ihr müsst ein wenig rechnen, wobei das X mal 10 bedeutet,
und dieser Kasten mit dem Strich einfach. Also 7 mal 10 und so weiter. Jetzt sagt euch ja auch Babel, ihr sollt in die Kameras, dann drückt ihr dreimal nach rechts und seid im Keller. Da schwenkt ihr die Kamera ein wenig nach links und seht, was euer Hauptziel ist in der Vitrine. Etwas weiter nach links würdet ihr den Tresor sehen. Dann drückt ihr nach rechts und seht das Kellerlager. Ich habe hier schlechte Ausbeute. Wieder nach rechts drücken und ihr kommt ins Büro, schwenkt die Kamera. Das Beste, was für Solo sein kann, sind hier Bilder. Zwei, aber leider selten. Wieder nach rechts, ihr kommt ins westliche Lager, schwenkt die Kamera. Jedes Lager hat zwei Kameras. Die bewegt ihr etwas hin und her und seht, was darin ist. Ihr seht drei Lager, das westliche, das nördliche und das südliche Lager. Ihr schaut also insgesamt 10 Kameras durch. Die fürs Hauptziel im Keller, dann Kellerlager, einmal, zweimal Büro und je zweimal südliches Lager, westliches Lager, nördliches Lager. Seid ihr beim Nordtor angekommen, könnt ihr beenden. Für den Raub ist es am sinnvollsten, zum Hauptdock und da noch Beute zu holen. Ihr müsst aber nicht schauen, was dort ist. Es ist immer etwas da. Ich zeige es euch aber, wie es am leichtesten geht. Springt einfach drüber, öffnet den Fallschirm und gleitet schön dahin. Ihr könnt euch orientieren aus der Ferne, gerade bei Nacht, ungefähr an diesem Helikopterlandeplatz. Da sieht man schön die Lichter. Etwas rechts daneben landen, dann seid ihr genau da, wo ihr hin wollt. Hier rennt ihr einfach in die Blechhütte, schaut, dass die Wache euch nicht sieht. Ja, mich hat sie gesehen, ich wollte es euch aber ja nur zeigen. Und das Ende ist auch etwas anders oder leichter zu machen, wie es vorgesehen ist. Wenn ihr normal zurück wollt, dann lasst euch einfach erwischen und ihr steht beim Flugzeug. Jetzt könnt ihr zum Flugzeug und einfach nach rechts drücken. Aber es geht viel schneller. Öffnet das Pausenmenü, geht auf Creator. Seid ihr angekommen, geht ihr einfach auf Zurück zu GTA Online. Und habt ihr euren Spawnpunkt auf Kosatka gelegt, dann seid ihr sofort dort, müsst nicht vom Flughafen dahin fliegen, habt nicht diese scheiß Cutsequenzen. Ihr steht auf, rennt wieder zu diesem Tisch und könnt sofort weitermachen.
Ich mache es immer in dieser Reihenfolge, es geht natürlich auch in andere. Ich habe jetzt Glück mit Büro. Solltet ihr diese Merryweather-Scheiße haben, setzt euch an die Raketen und schließt den Helikopter einfach ab. Dauert viel zu lange, diese Mission. Hier noch ein kleiner Tipp allgemein. Für die Vorbereitungen setze ich mich immer an den Beach von Vespucci, fahre aufs Land, dann kann ich die MK2 benutzen. Wenn sie mal runterfällt, fällt sie nicht ins Wasser und ich muss sie nicht neu rufen. Ja, mit der MK2 könnte man jetzt wieder lästern, Loopbiker, sonst was. Aber mit der MK2 geht es eben einige schneller. Natürlich könnt ihr auch den Sparrow benutzen, aber bei manchen Missionen ist es eben blöd zu landen. Bei den Waffen zum Beispiel gibt es ein Gebäude, wo es relativ uneben ist. Naja, wie gesagt, ihr ruft eure MK2, könnt den Sparrow oder ein Fahrzeug eurer Wahl benutzen. MK2 ist aber das schnellste, meiner Meinung nach. Beim Gebäude landet ihr auf dem Dach, stellt euer Fahrzeug, die MK2 oder den Sparrow so, dass ihr schnell verschwinden könnt Richtung Kosatka. Ich nehme immer den hier mit irgendetwas mit Schalldämpfer weg, dann noch den rechts. Jetzt wähle ich den Raketenwerfer, schieße nach links eine Rakete, nach rechts eine oder zwei, je nachdem wie sie stehen. Jetzt könnt ihr ganz entspannt warten und das Feuer erledigt den Rest für euch. Wie man sieht, verbrennen die meisten, wie man es auch hört. Und warum sinnlos Arbeit machen? Okay, alle sind jetzt irgendwie nicht gestorben. Der hinten in dem Glaskasten macht euch nichts. Den hier erschießt ihr eben noch einfach. Der im Privatraum macht euch auch nichts.
Geht zu diesem Waffenschrank, dann sagt Babel, dass er verschlossen ist. Stellt euch vor den Laptop. Beginnt das Hacken. Bei dieser Hackvariante bin ich manchmal etwas lost, aber es erklärt sich ja von selbst. Vergesst nicht, nochmal zum Waffenschrank zu gehen und denkt auch dran, zu bestätigen, dass ihr die Waffen mitnehmen wollt. Blöd gemacht, habe ich und auch meine Leute schon öfters vergessen, waren dann bei Kosatka und haben gemerkt, oh, wir haben was vergessen. Denkt hier daran, dass ihr auf dem Dach steht und drückt nach links, nicht wie gewohnt nach rechts. Draußen angekommen, steigt ihr auf, fliegt davon. Die Helikopter sind scheißegal, manche nehmen sie weg. Ich sehe keinen Sinn darin. So stark treffen sie euch nicht. Die erste Mission ist geschafft und ihr habt die Waffen besorgt. Und wir machen die nächste, den Schneidbrenner. Macht euch einfach auf den Weg zur Baustelle. Es ist entweder die hier, die große dahinter, dieses große Hochhaus, oder die kleine links oben. Ihr landet einfach irgendwo am Rand. Bei dieser Baustelle am besten hier. Dann rennt ihr zu dem Holzstapel und nehmt diesen Bauhelm, da ihr dann nicht entdeckt werdet. Manchmal spinnt es etwas, so wie bei mir, und ihr müsst hin und her laufen. Irgendwann funktioniert es aber dann. Ihr rennt los, passt auf, dass ihr niemanden anrempelt, weder Bauarbeiter noch Wachen. Schaut nach den ganzen Werkzeugkoffern. Und in irgendeiner muss dieses blaue Schneidgerät sein. Tja, jetzt hat es irgendwie den Helm entfernt. Wieso, weiß ich nicht. Ist manchmal der Fehler. Also musste ich eben alles plattballern. Weiter geht die Suche.
Habt ihr es dann gefunden, bestätigt ihr mit Rechtsklick. Ihr rennt wieder zu eurer MK2 oder Sparrow oder Fahrrad oder sonst was. Fliegt einfach zurück zur Kosatka und auch diese Mission ist fertig. Und man sieht, es hat schon einen Sinn mit der MK2 und die Kosatka an Land zu legen. Da wir diese abgeschlossen haben, starten wir die nächste Mission. Auch ziemlich leicht, das Fingerabdruck-Klongerät. Ihr macht euch auf den Weg zum Lagerhaus. Wenn ihr dort ankommt, könnt ihr den Strom abschalten, dass die Kameras ausgehen. Aber für mich ist es verschwendete Zeit, denn diese Variante geht genauso schnell, wahrscheinlich sogar etwas schneller. Nehmt Haftbomben, geht in Deckung, werft eine Haftbombe nach vorne, zündet sie. Meist sterbt ihr, ja, aber ihr spart trotzdem die Zeit, rumzurennen und diesen scheiß Strom auszuschalten. Geht einfach wieder rein, rennt rinder zum Laptop. Ihr müsst jetzt wieder hacken. Es ist immer das Wort Banders, also Panthers. Also sehr einfach. Ihr verlasst dieses Lagerhaus wieder. Aber falls ihr das mit dem Strom machen wollt oder zumindest probieren, diesen Kasten müsst ihr suchen, den Schalter umlegen, dann sind die Kameras aus. Ihr werdet aber trotzdem entdeckt. Bavel schickt euch die Koordinaten fürs Archiv. Dahin fliegt ihr. Now then.
Dieses hier ist ziemlich simpel. Ihr landet einfach hier. Müsst keine Kameras abschießen, nichts. Er geht einfach ganz rechts entlang. Springt runter. Er geht automatisch rein. Jetzt rennt ihr einfach bis fast nach ganz hinten durch. Rennt zu dieser Kiste und es blinkt, wo das Fingerabdruck-Klongerät liegt. Geht dahin und verlasst das Archiv. Nach dem Verlassen dreht ihr euch einfach nach links, klettert nach oben, geht zu eurer MK2 Opressor und fliegt wieder zur Kasatka. Somit wäre auch diese Mission geschafft. Wir starten die Mission Plasmaschneider. Die einzigste dieser Missionen, die etwas blöd sein kann und wofür die MK2 wirklich sehr gut geeignet ist. Wenn ihr hier langsam an den Rand lauft, dann rutscht ihr nach unten und klatscht nicht auf und verliert keine Gesundheit. Ihr fliegt zum Unterschlupf, welcher euch hier angezeigt wird. Der Alarm hier ist scheißegal. Ihr sucht die Planungstafel, die entweder hier steht oder auf der anderen Seite links. Geht etwas zurück. Ihr nehmt euer Handy, öffnet Snapmatic, macht ein Foto. Jetzt zeigt es automatisch an, an Basel schicken. Drückt Viereck, schickt es. Macht euch wieder auf den Weg raus aus diesem Ding. Ab auf die MK2 und Babel zeigt euch gleich den Punkt an. Wenn ihr ankommt, löst aus, denn manchmal meint dann das Spiel, ihr hättet die Mission noch nicht fertig. Fliegt etwas weg, so dass ihr in die Gänge schießen könnt. Schießt 3-4 Mal, alle sind hinüber, die Autos sind eigentlich egal. Fliegt dahin, nehmt auf und fliegt zur Kasatka. So schnell geht diese Mission.
So, und somit wäre auch die vorletzte Mission geschafft. Wir haben nur noch die Kosatka. Beziehungsweise den Störsender der Kosatka. Also, starten wir die Mission. Ich empfehle euch wieder, die Kosatka selbst zu nutzen. Wählt Schnellreise, den nächstgelegenen Punkt. Fahrt den Rest noch manuell dorthin. Ungefähr, wenn eure Kosatka automatisch anvisiert, drückt ihr nach rechts und schießt mit den Raketen die drei Boote und den Helikopter ab. Habt ihr alle vier Ziele erledigt? Fahrt ihr die Barmede gar nach vorne und stoppt eure Kosatka. Wenn ihr kein Low-Level seid, braucht ihr das nicht unbedingt machen. Aber als Low-Level empfiehlt es sich, einen Tauchanzug anzuziehen. Ihr habt aber auch Atemgeräte zur Verfügung. Rennt los und springt ins Wasser, taucht. Schwimmt möglichst nicht ganz so lost durch die Gegend wie ich. Irgendwie war die Kosatka dieses Mal höher als gewohnt. Schwimmt in den gelben Kreis und ihr spawnt darin. Wählt den Raketenwerfer, schießt eine Rakete nach vorne. Ihr könnt auch Haftbomben werfen. Falls dieser nicht gestorben ist, erschießt ihr ihn noch, wechselt wieder auf Rocket, schießt hier nach vorne eine Rocket, Busch, rennt weiter, wechselt wieder zurück auf Sturmschrotflinte, diese benutze ich immer, ihr könnt natürlich auch etwas anderes benutzen, schießt hier rein, hier sind immer zwei Gegner, meistens hinterm Tisch, manchmal steht einer davon gleich links von der Tür. Ich hatte jetzt Glück, das ist der beste Punkt, wo der Störsender stehen kann. Er kann auch im Maschinenraum oder im Torpedoraum sein. Dann müsst ihr etwas weiterlaufen. Wie gesagt, ich hatte Glück. Ihr nehmt ihn, lauft zurück
Auch deswegen ist es ganz gut, wenn ihr die Kosatka mitgenommen habt. Ihr seid sofort da. Geht in eure Kosatka. Und da, alle Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir können die Mission starten. Leider hat jetzt irgendwas mit meinem Mikro nicht gepasst. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Einstellungen wie immer, Annäherungsfahrzeug, Kosatka, Infiltrationspunkt, Abwassertunnel. Dadurch automatisch Zugangspunkt auch, Fluchtpunkt, ganz egal, ich nehme meistens Hauptdock. Tageszeit, auch egal. Tag sehen die Wachen ein bisschen mehr, nachts nicht so viel. Tag siehst du dafür aber auch einfacher. Waffenarsenal, Schalldämpfer nicht vergessen. Ihr müsst sie nicht vorher gekauft haben. Einfach hier zweimal tippen und habt sie dann. Wie immer halt einfach draufhalten, hin und her, braucht man pro Stange meistens dreimal drauf, da bestätigen. Wenn ihr startet, schaut immer, dass wirklich Schalldämpfer drauf ist, weil sonst schafft das so nicht, wie ich es mache. Also schafft schon, aber müsst halt viel mehr wegnehmen. Da wir ja eh nicht in die zwei Dinger rein können, brauchen wir auch nicht die Schlüsselkarten. Sonst würden wir jetzt die zwei da noch wegnehmen, aber bringt ja nichts. Könnt ihr theoretisch auch gehen lassen, aber ich nehme da mal oft mit weg, weil er manchmal schon einen Schlüssel hat für die Tore, also Torschlüssel. Da ist wieder English Dave. Den nehmen wir weg. Ja, weil wir dran vorbei müssen und weil er einen Torschlüssel hat, Gott sei Dank. Ich habe es vorhin schon mal gemacht gehabt, aber dann musste ich aufhören. Da hat keiner von denen hier einen Torschlüssel gehabt. Und das war dann scheiße. Mit denen erschlagen wir. Wenn wir schießen, dann hören es die außen rum. Warum auch immer. Da wir alleine sind, nehmen wir das Gemälde mit. Mona Lisa für Arme oder was weiß ich, was das ist, irgendein Porträt. Eigenartigerweise gibt jedes Gemälde gleich viel. So, die Karte braucht man nicht. Da schauen, dass es nicht umgeschalten hat, gerade wenn ihr die goldene mitnehmt, dass ihr noch drauf seid auf der Waffe mit dem Schalldämpfer.
da jetzt aufpassen wegen dem Juggernaut, weil der gleich gelaufen kommt, wenn ihr ein wenig später seid. Wir gehen rein zu dem Tor. Hecken. Erstes Pass. 1, 2, 1, 2, 3. Erklärt sich eigentlich von selber. Eins, das passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und gehackt. Da aufpassen, dass er nicht überhitzt. Und wir haben das Hauptziel. Gehen raus und nach rechts. Durch diese Gittertür. Gehen heraus, schauen schon, dass der da nicht steht. Ja, steht nicht da oben. Juggernaut kommt auch nicht. Der hier ist gerade weggelaufen. Und bestätigen. Wenn der jetzt zu zweit oder zu dritt wird, könnt ihr da nach rechts. Dann müsst ihr bei gar keinen Wachen vorbei. Und er hat gemerkt, dass er ausgeraubt wurde. Ich weiß zwar nicht wie, weil ich, wenn so ein Dressur im Keller stehen habe, der hätte, würde ich da nicht so aus Langeweile hinlaufen. Da halt aufpassen mit die scheiß Fische, dass der nicht so dagegen donnert und runterfliegt. Wenn ihr eben schnell genug seid, dann könnt ihr hier rüber noch vorm Helikopter und spart ein bisschen Zeit. Oh, das wäre fast schief gegangen. Den hier rechts von uns, der da an dem Weg steht, noch gehen lassen. Weil, wenn ein Auto gefahren kommt, was ist oft mal kommt von oben oder von unten, würden sie die Leiche sehen. Der Helikopter fliegt diesmal andersrum. Wenn er zu uns fliegen würde, dann fliegt er so, bleibt hier kurz stehen und dreht und fliegt dann da hoch. Ja, Elegubio regt sich gerade auf. So, wir warten ganz kurz hier, dass der Typ da
Der steht da hinten. Und wenn man da jetzt erschießt, dann ging es die anderen mit. Ja, schaut, das so mit Auto habe ich gemeint. Dieses Auto hätte den jetzt dann liegen sehen. Weil er nicht so klug wäre. Und die paar Sekunden, die man da wartet, da schafft man trotzdem Elite. Auch alleine. So, wir brennen das Zeugs da auf und mit zweimal Geld, was da drinnen ist, und einmal Gemälde ist die Tasche voll. Irgendwas passt mit meinem Controller nicht, ich glaube, ich muss den mal resetten. Das nächste. Schauen wir mal schnell, dass der Helikopter gerade da ist. Nein. Alles, wir gehen raus. Nehmen das Motorrad, das da gleich ums Eck steht. Ja, so geht's auch. Egal, hier wollen wir ja eh her. Wenn ein Boot im Wasser ist, wo ihr seid, schießt den Fahrer raus, weil ihr dann viel schneller seid wie beim Schwimmen. Aber Schwimmen geht auch. Dann taucht er unter und schwimmt eben. Schön von der Insel weg. Schaut nochmal, dass der wirklich wegschwimmt und nicht auf eine andere Landzunge oder so zu. Ja, das hatte ich mal mit dem Kollegen und sind geschwommen und geschwommen und geschwommen. Und haben uns gewundert, warum nichts passiert. Und schwimmt auch mit. Zur Kosatka und wieder neu starten. So, es ist schwer und ihr verdient etwas mehr Geld. Schaut wieder vorbei bei Bad Melody, um Infos zu GTA Online und den Autos darin zu finden.